Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des unglaublich verstörenden und angsteinflößenden Horrorgames Village. Ohne Witz, dieses Spiel, es macht einfach Angst. Die machen das so gut. Du hast einfach dauernd irgendwie Angst und Panik und hast das Gefühl, irgendwas verfolgt dich. Gleich wird irgendwas aus einer dunklen Ecke rausspringen. Und ja, wir haben es in der letzten Episode, falls ihr euch noch dran erinnert, rausgeschafft. Wir haben ja einen von diesen Spiegeln kaputt gemacht mit dem Hammer, den wir gefunden haben. Und durch diese Spiegel, die man kaputt macht, scheint man irgendwie immer in so Parallelwelten zu kommen. Und so sind wir jetzt irgendwie nach draußen gekommen. Vor uns ist ein Spielplatz. Und ich bin sehr gespannt, was da draußen jetzt auf uns wartet, weil wir sind ja scheinbar aus dem Haus raus. Keine Ahnung. Doch ich würde sagen, wenn ihr euch wundert, gell, ich mach's. Meine Nase ist ein bisschen zu, ich musste gerade ein paar Mal niesen. Ja, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir, vor allem gruselt euch mit mir. Deswegen macht euch wieder Kopfhörer ins Ohr, dann habt ihr noch eine viel geilere Horror-Experience. Und wundert euch nicht, dass das hier gerade mit dem Setup alles so ein bisschen komisch aussieht und der Kamerawinkel ganz anders ist als sonst. Es liegt einfach nur daran, dass wir direkt jetzt zocken werden, beziehungsweise das Spiel spielen werden. Und da ist der Winkel hier einfach optimal. So, wie auch immer, wir spielen jetzt Village weiter, genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Let's go! So, und genau hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Hinter uns ist der Spiegel, durch welchen wir natürlich auch wieder reinkommen, wenn wir das möchten. Aber abgesehen davon, vermeide es zu lange im Dunkeln zu stehen. Ich stehe doch gar nicht im Dunkeln. Yo. Das ist also das Haus. Okay, verstehe. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Also, irgendwie haben wir es ja rausgeschafft, ne? Ich weiß. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es jetzt die ganze Zeit draußen weitergehen wird. Wahrscheinlich ist es jetzt nur so ein kleiner Teil. Boah, das hat so ein bisschen Silent Hill Vibes, ne? Muss ich schon sagen. Ich weiß vor allem auch nicht, wo wir hin sollen. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich nicht weiß, was uns hier erwartet. Ui! Hä? Ah, okay. Das war wohl das Zeichen, dass wir da hinten nicht lang können. Passiert dann dasselbe, wenn wir da hinten lang laufen? Oder können wir dort hinten lang laufen? Das ist eine Bank. Okay, es geht also auch nicht. Wir müssen uns also in diesem Garten aufhalten. Okay, gar kein Problem für mich. Ich wollte sowieso nicht da hinten rum. Dann gehen wir hier wieder rein. Scheinbar gibt es hier irgendwas zu... Jo, was? Das ist ja unsere Bude. Ist unsere Bude dreistöckig? Nee, oder? Gibt es hier irgendetwas? Also aus irgendeinem Grund kann man ja rausgehen, ne? Es würde ja sonst keinen, also einfach nur um rauszugehen für nichts, kann ich mir ja nicht vorstellen. Gut, vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was wir aktuell noch nicht nutzen können. Okay, also so wie es aussieht, hat uns das hier gerade alles gar nichts gebracht. Und ich habe hier so übel den Cliffhanger gestartet in der letzten Episode. So mäßig, yo, jetzt geht's nach draußen und so. Dabei kann man einfach gar nicht. Jo, warum ist es auf einmal so dunkel geworden? Hey, dabei bringt es einem draußen gar nicht wirklich was. Okay, das macht nichts. Wir haben aber auf jeden Fall noch ganz, ganz viele weitere Spiegel. Und wir hatten ja die Aufgabe... Bis bald, Wayne, sie sagt es einfach schon wieder. Wir haben ja die Aufgabe von dieser Dame, die da hinten in der Küche sitzt. Und gruselig ist. Die möchte, dass wir ihren Lieblingstee bringen. Das werden wir auch tun. Boah, Alter, was ist das für ein Geräusch? Ich sehe halt nichts. Okay, das ist der falsche Raum. Okay, ich muss definitiv eins von den Feuerzeugen anmachen. Oh, hier ist ein Spiegel.
Okay, Feuerzeug weg. Und Spiegel kaputt machen. Mach mal dieses Geräusch. Kommen wir nicht durch? Doch, oder? Nein, können wir nicht. Okay. Also das hat uns wirklich nichts gebracht. Gehen wir wieder zurück. Aber ich möchte mein Feuerzeug haben. Ohne mein Feuerzeug kann man hier... Also, ah, geht doch ein Licht an. Und hier? Ah, geht doch. Mach die Tür auf. Das Feuerzeug möchte ich gern aushaben. Okay. Da können wir rein? Oh nee, oder? Ja gut. Ab in die Kanalisation mit uns. Ja, hüpf einfach, Bruder. Hüpf. Hüpf. Yo. Hä? Wir sind wieder bei der Frau. Hi. Okay. Okay, 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 alles gut. Ist hier nicht ein Spiegel irgendwo? Ich erinnere mich, hier war ein Spiegel. Hier ist ein Spiegel, den kennen wir ja. Jo, gehen wir damit einfach wieder ins Wohnzimmer. Ich möchte die Kamera ganz kurz anders positionieren. Mir gefällt das irgendwie nicht, wie die so steht. Okay, wirklich viel besser habe ich es jetzt auch nicht gemacht, wie ich die Kamera positioniert habe, in meinen Augen. Aber ist egal. Weg mit dem Feuerzeug, denn hier ist noch ein... Was? Was? Die Tür ist vor uns zugegangen. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Hi. Von wo sind wir denn jetzt? Oh, ist das ein Rätsel? Hat es irgendwas zu bedeuten? Diese Uhren merken wir uns mal. Konnte ich da gerade was klicken? Interagieren. Oh, wir können die verstellen. Es ist ein Rätsel. Oh mein Gott. Ja gut, das merken wir uns dann einfach mal mit den Uhren, dass es hier irgendwas gibt, was man machen kann. Ach, mehr kann man hier nicht machen. Warte mal. Hier kann ich auch interagieren? Oh. Okay. Ja gut, ich habe leider keine Ahnung, um was es hier geht. Hier oben ist doch eine Lampe. Kann ich die nicht austauschen? Geht nicht. Das kannst du hier nicht verwenden. Na gut. Dann nehme ich wieder mein Feuerzeug. Also es ist hier auf jeden Fall ein Rätsel, ne? Das ist klar. Hier gibt es irgendein Rätsel. Das merken wir uns auf jeden Fall. Wo gab es noch Spiegel? Ich glaube, da oben gab es auch noch einen Spiegel. Wenn ich mich nicht täusche. Ich bin trotzdem der Meinung, da oben gab es auch noch einen Spiegel. Ja, hier ist noch ein Spiegel. Weg mit dem Feuerzeug. Und... What? Was ist das hier? Yo! Soll das irgendwie so eine Gebärmutter sein, oder was? Oh mein Gott. Hallo. Das Baby hält eine Kugel in der Hand. Möchtest du sie haben? Ja. Glaskugel. Es scheint etwas drinnen zu sein. Ja, ich sehe es. Gib mal her, das Ding. Das war's? Oh mein Gott, ist das... Das ist ja absolut krank. Hey, hätte ja sein können. Okay, das ist ein absolut kranker Raum. Gehen wir wieder. Crazy. Ja, das ist richtig crazy. Die Tür hat man mir ja gerade versperrt. Beziehungsweise zugeschlagen. Gut, wenn ich will, der hat schon. Dann gehen wir woanders hin. Ich meine, wir haben hier noch genügend weitere Spiegel, die wir kaputt schlagen können. Wer atmet das so?
Ey, lass das offen. Das kommt hier aus dem Raum, gell? Zum Glück klemmt es. Lasst mich in Ruhe. Allesamt. Was passiert hier gerade? Hilfe. Hilfe. Was? Du bist jetzt im Untergang geweiht? Wir sind gestorben? Hätte ich meine Pillen nehmen müssen? Was ist hier gerade passiert? Hä? Hätte ich die Tabletten nehmen müssen, oder was? Jetzt bin ich verwirrt. Junge, ich habe übel Schiss bekommen. Okay, hier hat's gespeichert. Naja, dann. Ich sollte vielleicht selber hin und wieder mal speichern. Sind wir in zu vielen Spiegeln drin gewesen? Ich weiß es nicht. Vielleicht nehme ich jetzt gleich mal meine Tabletten. Oh, ich muss kurz was trinken. Wir können einfach mal die Tabletten nehmen. I don't know. Vielleicht brauchen wir die ja manchmal. So wie gerade. Okay. Oh nein, ich höre sie wieder. Ich mache einfach die Tür zu. Ah, guck. Oh Gott, es passiert wieder. Sie steht da. Junge, ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Ah, jetzt gehen wir wieder in diesen Raum. Ah, nee, das wollte ich auch nicht. Kann ich zurück? Ja, kann ich. Mal gucken, ob die jetzt noch da ist. Vielleicht müssen wir immer wieder fliehen, wenn sie kommt. In eine Parallelwelt oder so. Bitte sag mir, dass sie weg ist. Ich heule, wenn die noch da ist. Okay, die ist weg. Ja, vielleicht war das... What? Wer klingelt? Ja, hallo? Oh, sie ist da! Yo! Ich hab absolut Schiss bekommen. Ich will gehen. Hier war doch auch irgendwo ein Spiegel, oder nicht? Ja, hier. Also das Spiel wird echt immer krasser. Ich glaube, wenn diese alte Frau kommt, müssen wir wirklich fliehen. Ich glaube, da müssen wir echt in irgendeine Parallelwelt oder so. Was? Hilf mir einer! Interagieren! Schneller! Schneller! Schneller, irgendwas kommt! Das war so laut. Wer ist da oben? Das ist sie, oder? Ist sie das gewesen? Jo, das Spiel ist so laut gerade gewesen. Einfach kurz schwerhörig. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Alles klar. Auch nicht mehr das Beste, unser Feuerzeug. Yo, was? Oh, okay. Okay. Alles klar. Ja, okay, okay, okay. Yo, der Leichenraum oder was? Ist ja absolut Psycho. Ah, guck mal, wir haben ein neues Feuerzeug. Und was ist das? Schauriges Gedicht. Lasting Dream. A two-sided moon with clouded vision lies,
lies down innocently by do guilty shadow by, ich kann es nicht richtig lesen. Whirling. Okay, ich kann das so schlecht lesen, aber wir nehmen es einfach mal mit. Ich schmeiß mein Feuerzeug jetzt weg und nimm das neue dafür mit. Die Kerze stecke ich auch gern ein. Okay. Irgendjemand heult doch. Jo, wie viele sind hier? Oh mein Gott! Was ist hier passiert? Das ist ja absolut krank. Das ist gruselig. Wo sind wir denn jetzt? Ich muss auf jeden Fall sparsamer. Oh, brauchen wir das? Aufheben. Mechanische Kurbel einstecken. Ich höre hier doch irgendjemanden die ganze Zeit. Ey, ich habe keinen Bock auf einen Jumpscare hier oben, ich sag's euch. Guck mal, hier kann die Kurbel rein, oder? Was war das? Ah, okay. Damit können wir mehr Licht erzeugen, aber... Ach, kann ich überall kurbeln? Ja, ach, das ist cool. Noch mehr Licht. Umso mehr Licht fühle ich mich wieder wohl. Ihr merkt's, gell? Ihr merkt's so ein bisschen. Meine Stimmung und alles. Ach, ist das schön. Licht ist was Feines. Machen wir hier noch ein bisschen Licht. Ach, hier habe ich es ja noch ganz vergessen. Hier hätte ich auch noch gern ein bisschen Licht. Ja. Einmal hiervon. Wir haben hier doch noch mehr Möglichkeiten, Licht zu machen. Ja, hier. Was war das? Ich habe gar keine Angst. Auch wenn hier jemand Geräusche macht. Das ist mir doch egal. Ich mache hier einfach alles hell. Was willst du tun? War's das? Haben wir alle? Ja, sieht ganz so aus, ne? Ja, ich glaube, es ist alles offen. Alles ist Licht. Gut, dann gehen wir mal runter. Weil unten muss sich ja jetzt bestimmt irgendwas verändert haben. Nachdem wir hier jetzt überall Licht haben. Oh mein Gott, okay, wir sehen auf jeden Fall, was hier geschehen ist. Und das sieht wirklich übel aus. Jo, das sieht wirklich übel aus hier drin. Ich weiß halt nicht, was ich hier tun soll. Das ist halt wahrscheinlich das Rätsel, ne? Ach, warte mal, dürfen vielleicht nur bestimmte angemacht werden? Ich schau mir mal kurz das Rätsel nochmal an. Entschuldigung, dürfte ich untersuchen. Whirling in an everlasting dream. A two-sided moon with clouded vision lies down innocently by into guilty shadow. Inmitten eines nie enden wollenden Traums. Ein zweiseitiger Mond, der in einem Nebel verschwindet, legt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten. Ein zweiseitiger Mond, der in einem Nebel verschwindet. Heißt das? Ja, das war also nicht ganz richtig, was wir hier gemacht haben. So wie es aussieht. So wie es nämlich aussieht, müssen wir hier... Okay, wir gucken mal. Vielleicht sieht man hier tatsächlich irgendwo einen Mond durch. Also meine Vermutung ist, dass man hier wahrscheinlich nur bestimmte Dinge aufkurbeln darf. Ein zweiseitiger Mond. Ja, natürlich ist jetzt halt die Frage, welches damit gemeint ist. Oh, warte mal, was ist das? Interagieren. Ah. Auf dieser Zeichnung scheint gar nichts dargestellt zu sein.
Okay, warte mal. Dann muss vielleicht dieses hier. Und hier ist noch eine Zeichnung. Das scheint ein menschlicher Schädel, einen menschlichen Schädel darzustellen. Also vielleicht gibt es hier noch mehr Zeichen. Oh nee, es gibt mehr. Diese Zeichnung scheint gar nichts dargestellt zu sein. Ja, okay, ich verstehe es. Scheint einen Schatten darzustellen. Okay. Was ist hier? Ein Schmetterling. Hier in der Mitte war das Gedicht. Ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Das ist ein Auge, oder? Das scheint ein Auge darzustellen. Gar nichts. Ja, okay. Also müssen nur. Was ist hier? Ah, ein Mond. Ein Mond. Okay, Moment. Jetzt schaue ich mir nochmal ganz kurz hier das Gedicht an. Inmitten eines nie enden wollenden Traums. Ein zweiseitiger Mond, der in einem Nebel verschwindet, legt sich jungfräulich in den schuldbeglichenen Schatten. Okay, das heißt, Mond ist das hier. Mond und Schatten. Welches war der Schatten? Das hier? Gar nichts. Hier ist der Tod. Gar nichts. Schatten. Also, wenn wir hochgehen, dann sind wir quasi so. Dann müssen wir ganz hinten rechts und ganz hinten links. Ich glaube, das sind dann die richtigen. Warte mal, wir sind dann so. Und dann machen wir ganz hinten links nur die Kurbel und ganz hinten rechts nur die Kurbel. Mal gucken, ob das richtig ist. Das hier in der Mitte. Auch dunkel, das hier bleibt auch. Das. Du kannst. Ach, das war schon. Das war das, was automatisch halber. Okay. Dann das hier. Das hier auch dunkel. Das hier. Oh, was ist jetzt passiert? Was ist passiert? Hä, haben wir es richtig gemacht? Oder was? Irgendwas ist unter uns passiert, gell? Okay, ich glaube, das war schon richtig. Dann gehen wir mal runter. War es richtig? I don't know. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Oh ja, eine neue Falltür ist offen. Und der Stuhl ist weg. Das ist da, wo der Stuhl stand. Boah, Junge. Okay. So. Wenn es mir halt einfach gar nicht gefällt. Aber da müssen wir wohl durch. Boah, ist das ekelhaft hier. Junge, es ist einfach so crazy, wie wir so, wo wir überall durchkommen und rauskommen. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Oh mein Gott, ist das dunkel. Hä? Was ist hier? Hier ist die Uhr wieder. Okay, Licht aus. Und Tür auf. Wir sind wieder hier unten. Hier unten, wo diese komische Frau ist, die irgendwas von uns will. Und ganz ehrlich. Oh mein Gott! Ist es, weil wir zu viel Licht, zu wenig Licht hatten? Hier, ich stehe im Licht. Ich stehe im Licht. Ich stehe im Licht. Hier ist ein Spiegel, den wir schon kaputt gemacht haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Schauen wir mal ganz kurz, ob die noch da ist. Hey, warte mal, was ist das hier für ein Raum nochmal? Kellerschlüssel. Haben wir Kellerschlüssel? Haben wir. Wie das Spiel gerade so
getan hat. Du brauchst den Kellerschlüssel, sonst kommst du hier nicht rein. Und ich so, ja, ich hab doch den Kellerschlüssel, was willst du von mir? Ah. Raff dich! Ja, das Problem ist. Wir brauchen eine Tablette. Kaputt machen. Oh, okay. Interagieren. Das Spiel konnte nicht automatisch speichern. Naja, egal, ich habe manuell gespeichert. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Okay, das sieht ziemlich alt aus. Das sieht ziemlich alt aus hier alles. Okay. Da ist ein Kompass. Das klemmt, vielleicht kriegst du es mit dem richtigen Werkzeug auf. Ich habe nicht das richtige. Das hier. Aber ich will diesen Kompass. Sonst hau ich so lange auf den Stuhl. Also, so wie es aussieht, habe ich nicht das richtige Werkzeug dafür. Ah, dann gehen wir einfach wieder. Das war ja ganz nett da oben. Da habe ich mich zumindest ein bisschen wohler gefühlt als da unten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hasse es da unten. Vor allem in diesem, in dem Untergeschoss da, wo auch die Frau in der Küche sitzt. Ja, genau hier. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Okay, gibt es hier vielleicht noch einen anderen Spiegel, den wir nicht gesehen haben? Wo läuft hier so das Wasser? Ach, das war das. Da sind wir ja reingehüpft vorher. Das muss aber jetzt nicht nochmal sein. Ey, ich bin gerade verwirrt. Ich komme hier irgendwie nicht mehr raus. Hä, das kann doch gar nicht sein. Hä? Das mache ich auf jeden Fall hier an. Aber ich bin gerade übel verwirrt. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich könnte schwören, die Kerze war da vorher. Hilfe! Die Frau kommt safe! Die Frau kommt safe! Die Frau kommt safe! Ich nehme eine Tablette! Ich nehme eine Tablette! Ich nehme schon eine Tablette! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Oh mein Gott, ich habe mich gerade noch gerettet. Hat mich die Tablette gerade gerettet? Hä, es ist auf einmal alles versperrt. Hä, wir kommen hier wieder nach draußen. Okay, oh mein Gott. Alles gut, Junge. Oh mein Gott, okay. Es war gut, dass wir gleich die Tabletten gerade genommen haben. Gut. Ich bin verwirrt. Wir sind hier unten irgendwie eingesperrt. Wir sind hier unten wirklich eingesperrt. Es hieß ja, wir brauchen ein bestimmtes Werkzeug da oben. Aber wir haben nichts dafür, das ist klar. Ich hüpfe jetzt da hinten einfach wieder runter. Warum ist hier das Licht aus? Ich hüpfe da jetzt wieder runter. Hüpf. Du hast es schon einmal getan. Und hüpf. So, okay. Jetzt sind wir nämlich wieder hier unten. Und so kommen wir hier nämlich auch immer raus. Es ist komisch, wenn ich sage, ich fühle mich hier irgendwie wohler als da, wo wir gerade waren. Ich finde es dort übel komisch, in dem einen Ort. Da, wo unten noch dieses alte. Der alte Fernseher und so ist. Gefällt mir ganz und gar nicht. Hier fühle ich mich gerade irgendwie echt wohler. Und ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich jetzt auch die Episode beenden. Ja, hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich finde es ein guter. Gut, erstmal speichern. Das sollte ich vielleicht nicht vergessen. Speichern ist wichtig. Sehr schön. Gut, meine Freunde. Oh, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch genauso gegruselt wie ich, weil ich bin mal wieder komplett abgegangen. Ich weiß, ich bin übel der Schisser bei solchen Spielen. Das ist furchtbar. Ich habe so viel Angst. Aber es macht mir auch gleichzeitig übertrieben viel Spaß, sowas mit euch zu spielen. Deswegen, ja, ist so eine kleine Hassliebe. Wie auch immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr Bock habt. Oder kommt in meine Telegram-Gruppe, wenn ihr mit mir und der Community chatten wollt. Habt ihr hier irgendwo verlinkt. Ansonsten Link ist unten in der Videobeschreibung. Wie auch immer, das war's für heute. Nächsten Montag geht's weiter mit Visage. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Am Mittwoch kommt natürlich wieder ein Dark Web-Video und am Samstag irgendwas anderes. Lasst euch überraschen.
Wie auch immer, ich habe euch alle lieb. Danke für den ganzen Support. Und es macht mir unglaublich Spaß, dieses Spiel mit euch hier zu spielen. Ich glaube euch auch, zumindest ein paar von euch. Ich weiß, dass die Let's Plays nicht so sehr geschaut werden, wie natürlich meine anderen Videos, das ist klar. Aber ich mache es trotzdem, weil es mir Spaß macht. Und ich weiß, dass es ein Teil von euch auch Spaß macht. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.